Du möchtest etwas Neues, wie? Ich helfe nur zu gern. Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, dann viel Spaß und pass gut auf sie auf, ja? Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier, Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Und er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Oh, Mist. Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Komm schon, lass das Schwein herunter. Was? Oh, Mist. Tut mir leid, es steckt in den Zweigen fest. Oh Mann. Schon gut, ich klettere darauf und schneide es los, wenn ich etwas zum Klettern finde. Fall nicht. Wäre zu schade, wenn deine Tierchen ihr Herrchen verlieren. Danke, wird nicht wieder vorkommen. Wow, okay, zu meiner Verteidigung. Das war diesmal ein völlig anderer Fehler. Ach, das hat mir noch gefehlt. Komm schon, Owen. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. Komm her, kleines Schweinchen! Haha, hab ich dich!
Hier lang, kleines Schweinchen. Jetzt die Velociraptoren auf uns setzen, Sir? Was ist mit der Ausrüstung passiert? Verzeihung, wir haben sie zur Wartung mitgenommen und, vergessen sie wieder zusammenzubauen. Wissen Sie noch, wie das geht? Au. Wir haben es vorhin schon probiert, aber da sah es mehr nach einer Stelle. Und los geht's! Das Tor unter Strom. Klar doch. Thank you.
schaffst das. Oder du wirst gebraten. So ist recht. Und so. Nein. Oh nein. Oh nein. Lou, Charlie? Nein. Wir müssen sie wohl von ihrem Essen ablenken, Owen. Komm schon. Irgendetwas muss es hier doch geben. Okay, versuchen wir das. Der Strom! Los, Schweinchen! Ich sehe nach. Hab sie! Owen! Schnell! Los! Schnell! Aus der Hand. Was wollen Sie? Feldexperiment. Ich habe soeben gesehen, dass Sie auf Kommandos reagieren. Wir müssen unsere Forschung weiter vorantreiben. Das sind wilde Tiere, Hoskins. Die wollen Sie nicht in die Schlacht schicken.
Wir machen endlich Fortschritte und das ist das Erste, was er sagt? Waffen herstellen? Mr. Grady? Owen. Owen, ich möchte, dass Sie mitkommen und sich etwas ansehen. Eine neue Spezies von uns erschaffen. Wir möchten, dass Sie das Gehege auf Schwachstellen untersuchen. Indominus Rex? Woraus wurde es gemacht? Das Basisgenom ist das des T-Rex. Der Rest ist geheim. Wo ist es? Das war doch gut. Wir waren hier. Oh! Das ergibt doch keinen Sinn. Die Türen wurden ewig nicht geöffnet. Waren diese Klauenspuren schon immer da? Sie meinen es. Nie im Leben könnte dieses Biest über die Mauern gelangen, ohne dass wir es merken. Da. Es hat versucht, sich freizugraben. Deswegen haben wir das Fundament ja so tief gesetzt. Können Sie uns zu diesem Gerüst hochbringen? Ah, klar. Kann ich nicht sehen. Mal sehen, ob sich hier irgendwas Nützliches verbirgt. Ich finde einen anderen Weg für Sie. Sollten wir es dem Indominus Rex wirklich leichter machen? Danke. Ja. Hat sie das umgeworfen? Ja. Tiefer gegraben, als wir dachten. Wie kommen wir hier rüber? Die Mauer ist 12 Meter hoch. Sie glauben doch nicht, sie ist rausgeklettert. Kommt drauf an. Auf was? Was für ein Saurier die da im Labor zusammengerührt haben. Gehege 11, hier ist die Zentrale. Sie müssen das Gehege sofort verlassen. Gehege 11, hören Sie! Was ist das Problem? Er ist im Käfig, mit Ihnen zusammen! Wenn er T-Rex DNS besitzt, kann er vielleicht nur Bewegung wahrnehmen. Also ganz langsam. Oh Mann, wir sind erledigt. Wir werden gefressen. Hier wird niemand gefressen. Wollen wir wetten? Aber sicher. Es gab einen Kurzschluss. Alice, benutzt dein Schockgewehr, um den Strom wieder anzustellen. Na gut. Okay. Doch, Sie schulden mir $5.
weiter. Das muss ich erst überprüfen. Evakuieren Sie die Insel. Sie hat ein Implantat in ihrem Rücken. Ich kann sie vom Kontrollraum aus orten. Thank you.
Thank you.